Hallo meine frugalen Freundinnen und Freunde. Am Samstag war ich noch kurz im Kaufland. Da waren wir aber kurz bevor wir zu unseren Freunden gefahren sind, beziehungsweise auf dem Weg zu unseren Freunden. Deswegen kann ich die Sachen nicht mehr abfotografieren. Die haben wir auch mittlerweile zum Teil schon mit aufgegessen. Für unseren Spieleabend haben wir zwei Sixpacks Veltins 2 Plus gekauft. Das machen wir immer für Spieleabende. Die haben jeweils 4,56 € gekostet und ich habe noch das Leergut, das ich im Haus hatte, abgegeben. Also 57 Cent wurden abgezogen. Insgesamt hat mich der Einkauf im Getränkemarkt also 9,51 € gekostet. Und dann war ich noch für den Sonntag im Kaufland, im richtigen Kaufland. Und da habe ich einmal Demeter Vollmilch in der Glasflasche bekommen, um 30% reduziert. Solche Sachen kaufe ich ja ganz gerne. Ich liebe ja diese roten Sticker mit 30 oder 50% Rabatt. 1,25 € ist natürlich immer noch 10 Cent teurer als die reguläre Milch, aber Demeter hat ja den höchsten Bio-Standard, deswegen habe ich die auf jeden Fall dann mitgenommen. Dann für unser Sonntagsessen geschnittene Jalapenos für 2,39 €. Irrsinnig teuer für so ein ganz kleines Glas. Im Pennymarkt zahle ich 99 Cent dafür. Aber wir waren dann schon im Kaufland, als mein Mann sich überlegt hatte, was er jetzt doch essen möchte, beziehungsweise dass er Jalapenos noch mit auf dem Essen haben möchte. Und deswegen habe ich dann das kleine Glas mitgenommen, um dann zu entdecken, dass ich noch ein vollständiges Glas im Vorratsschrank habe. Naja, jetzt ist es mitgekommen. Macht ja nichts. Ausnahmsweise ist es okay. Dann haben wir dreimal Wraps mitgenommen. Für mich einmal die Vollkornwraps. Das sind die großen. Da sind sechs Stück drin für 1,19 €. Und mein Mann isst gerne die kleinen mit Mais. Da sind dann acht Stück drin. Da haben wir zwei Päckchen für ihn mitgenommen für auch jeweils 1,19 €. Dann für die Wraps, die wir dann am Sonntag gegessen haben. Knoblauch-Grillsoße für 1,19 € und Hot Chili-Soße für 79 Cent. Morgen werde ich auch nochmal in den Kaufland fahren. Da habe ich nämlich gesehen, dass diese Grillsoße im Angebot für 69 Cent. Da werde ich ein paar kaufen für unseren Vorratsschrank. Gut, dann ist unsere Remoulade alle gewesen. Da habe ich jetzt eine große Flasche mitgenommen für 1,89 €. Letztens hatte ich eine kleine Tube mitgenommen für 1,29 € von Tomi. Irgendwie gibt es aus irgendwelchen Gründen bei uns kaum noch Remoulade. Ich weiß nicht warum. Pennymarkt und Aldi und Rewe oder so gibt es ganz selten welche. Im Pennymarkt habe ich die schon, glaube ich, ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Da ist das Regal immer leer. Und mein Mann hat sich dann noch eine große Milka-Tafelschokolade mitgenommen für 2,99 € und für das Sonntagsfrühstück noch Eieraufstrich, das war Eiersalat, für 1,59 €. Den kaufen wir normalerweise nur, wenn er im Angebot ist oder in der Grabbelkiste reduziert. Jetzt hat mein Mann so Lust drauf gehabt, also ist es so mitgekommen. Recht teuer der Einkauf, 15,81 € hat er dann insgesamt gekostet, also in der Summe 25 € teuer und etliche Sachen noch, wir sind ein Teil der Sachen noch ungeplant, aber einige Sachen sind noch bei uns im Vorrat mit drin und dementsprechend ist es okay. Auch noch, dass wir einen Spieleabend haben. Am Samstagmorgen war ich ja mit meinen Freundinnen brunchen und das hat mich stolze 18 € gekostet. Aber man macht das ja nicht regelmäßig und manchmal muss man sich auch mal was gönnen. Gut, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und wir hören uns gleich, wenn ich meinen Wochenabschluss euch präsentiere.